Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch Bücher, die ich ohne BookTube wahrscheinlich niemals gekauft hätte. Ja, ich muss vorweg sagen, ich habe dieses Video schon mal gedreht und habe dann das Video geschnitten und gemerkt, irgendwas stimmt mit dem Video nicht, denn nach 10 Minuten hatte ich nur noch ein Standbild. Der Clip ging zwar noch 15 Minuten, aber es hat sich nichts mehr getan, weder Bild noch Ton. Also drehe ich das Ganze jetzt nochmal. Das Problem ist nur, ich habe jetzt, glaube ich, andere Bücher ausgewählt als beim letzten Mal. Ich konnte mich beim besten Willen nicht mehr erinnern, welche ich letztes Mal aus dem Regal gezogen habe. Was an sich eigentlich nicht schlimm ist, ich habe einfach sehr, sehr viele Bücher in meinem Regal, die ich nur gekauft und gelesen habe, weil ich sie irgendwo auf BookTube entdeckt habe. Ich schaue BookTube seit 2013 ungefähr, seit ich selbst Videos drehe, schon ein bisschen länger davor, aber das sind immerhin 5 Jahre jetzt. Und ja, sehr, sehr viele Bücher, die ich irgendwann gekauft und gelesen habe, habe ich zuallererst in einem Video entdeckt. Dann an die meisten erinnere ich mich wahrscheinlich schon gar nicht mehr, aber dadurch habe ich jetzt wahrscheinlich andere Bücher ausgewählt als beim letzten Mal, weil es halt so viele sind. Ich dachte letztes Mal beim Drehen schon, ach, da kannst du nochmal einen zweiten, einen dritten Teil irgendwann von machen, weil es so viele sind. Ja, nichtsdestotrotz, also es ist ja eigentlich egal, können wir jetzt loslegen. Die folgenden 10 Bücher habe ich alle nur gekauft bzw. gelesen. Ja, weil ich sie hier in irgendeinem Video gesehen habe, meistens weil ich es mehrfach in verschiedenen Videos gesehen habe und auf die meisten Bücher wäre ich vielleicht noch nicht mal aufmerksam geworden, wenn ich sie hier nicht gesehen hätte. Ein paar der Bücher sind allerdings auch ungelesen. Dazu zählt zum Beispiel Stolperherz von Britta Sabbak. Ich hatte von Britta Sabbak noch nie was gehört und plötzlich hat so jeder zweite Booktuber dieses Buch in die Kamera gehalten. Und ich dachte, was haben die Leute denn damit? Das ist so ein kleines, dünnes Buch, das kann doch unmöglich so besonders sein. Hab mir so den Klappentext durchgelesen. Hier geht es ja um Sunny, die irgendwie eine Herzkrankheit hat und dann von der Schulband gefragt wird, ob sie die nicht auf Tour begleiten möchte. Und sie daraufhin lügt sie ihre Mutter an, steht am nächsten Morgen am vereinbarten Treffpunkt und ja, geht mit dieser Band auf Tour und erlebt eine aufregende Zeit. Und dann dachte ich so, ja, klingt interessant, aber weiß ich nicht. Aber dann haben es immer mehr Leute in die Kamera gehalten und alle waren so begeistert, dass ich irgendwann dachte, okay, komm, das kaufst du jetzt mal. Ich habe es leider bis heute nicht gelesen. Ich weiß gar nicht warum, weil es klingt wirklich interessant und es liest sich wahrscheinlich auch wahnsinnig schnell. Aber ich glaube, nachdem ich das Buch gekauft hatte, war es auch sehr schnell wieder aus meinem Sinn verschwunden. Und seitdem liegt es auf meinem Sub. Wobei ich sagen muss, dass ich Britta Sabbak so als Person ganz sympathisch finde. Ich folge ihr auf Instagram oder auf Facebook und lese mir ihre Posts immer durch und finde es auch total, ja, auch gut geschrieben teilweise, so lustig rübergebracht. Und da denke ich mir jedes Mal so, vielleicht solltest du doch mal ihr Buch lesen. Aber ja, es ist leider immer noch ungelesen. Auf das nächste Buch wäre ich vielleicht auch so aufmerksam geworden. Ich bin mir aber nicht sicher. Und zwar ist es The Amateurs, Wer zuletzt stirbt, von Sarah Shepard. Und anders als viele andere habe ich Pretty Little Liars nie gelesen. Und ich habe, glaube ich, auch nur die Serie entdeckt, weil ich sie irgendwie über YouTube und Instagram mitgekriegt habe. Also wäre ich wahrscheinlich auf dieses Buch auch echt nur durch den allergrößten Zufall gestoßen. Wenn nicht schon vorher so viele von Sarah Shepard ja, geschwärmt hätten. Also im Prinzip habe ich mir das Buch nicht gekauft, weil von diesem Buch so viele geschwärmt haben, sondern weil von Pretty Little Liars so viele geschwärmt haben. Und dadurch bin ich halt auf die Autorin aufmerksam geworden und habe mir als allererstes habe ich The Perfectionists gekauft. Aber da dieses hier schon gelesen ist, dachte ich, ich halte euch mal das in die Kamera, denn das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, was wieder ein Beweis ist. Wenn so viele Leute von einer Autorin oder einem Buch schwärmen, dann muss da irgendwie was dran sein. Hier geht es ja um Erin, die ihre Schwester verliert und die wird irgendwie ermordet. Jahre später wird der Fall zu den Akten gelegt und sie will das nicht hinnehmen, dass ihr Mörder nicht gefunden wird und meldet sich in so einem Forum für Amateurdetektive an und findet da tatsächlich 3 Leute, die sich halt mit ihr zusammen dann auf die Suche nach dem Mörder ihrer Schwester machen und diesen dabei auch sehr nahe kommen. Und ja, ich fand das Buch wie gesagt genial und bin froh, dass mich die vielen positiven Meinungen zu Pretty Little Liars dann dazu gebracht haben, dieses Buch zu lesen. Das nächste Buch dagegen ist leider wieder ungelesen und zwar ist es Eleanor und Park von Rainbow Rowell. Hier war es so, dass erst alle von Fangirl geschwärmt haben, was ich nie gelesen habe. Und dann erschien dieses Buch und wieder haben alle davon geschwärmt. Und irgendwie dachte ich mir so, okay, um den Autor kommst du wohl nicht mehr herum. Und habe mich dann entschieden, Eleanor und Park zu kaufen.
Ja, das ist jetzt gut 2-3 Jahre her. Ich habe es leider noch nicht gelesen, wobei ich es in letzter Zeit immer mal wieder... Ach, das ist eine Frau. Habe ich gerade Autor gesagt? Das ist eine Autorin. Wobei ich gerade immer wieder das Buch in letzter Zeit halt in der Hand habe und überlege. Aber gelesen habe ich es halt doch noch nicht. Das ist ja auch so eine ganz spezielle, besondere Liebesgeschichte mit zwei außergewöhnlichen Charakteren. Ha, es klang aber auch immer einfach alles so gut, was so drüber erzählt wurde. Ja, da habe ich mich dann immer anstecken lassen, aber wie gesagt, gelesen habe ich es nicht. Ich habe es noch vor, also es ist jetzt nicht so, dass es jetzt auf ewig ungelesen bleibt. Aber bisher, ja, hat es mich dann doch noch nicht genug gereizt gehabt. Das nächste Buch habe ich immer wieder in Bücherregaltouren gesehen, und zwar ist das Die Blutlinie von Cody McFadyen. Und ganz am Anfang, als ich die ersten BookTube-Videos geguckt habe, habe ich vor allem Bücherregaltouren gesucht und geguckt. Und immer mal wieder stand dieses Buch oder auch die ganze Buchreihe in den Regalen. Und ich habe es immer so angeguckt und die Leute haben da irgendwie nie genaueres zu erzählt, was da passiert. Also so vom Inhalt her wusste ich gar nichts, aber ich habe immer den Titel gelesen, Die Blutlinie, und dachte, das klingt nach einem richtig guten Thriller. Einfach vom Titel her. Und das ging immer und immer und immer wieder so, bis ich es mir dann irgendwann mal auf Amazon genauer angeschaut habe und dachte, ja, es klingt gut, aber ich bin bei Thrillern ja immer so sehr vorsichtig. Also es gibt halt... ich bin immer sehr vorsichtig, was die Autoren angeht. Also ein Thriller muss für mich viele Dinge haben, die stimmig sind, damit er mir gefällt. Irgendwie, ich kann das immer schwer erklären, aber irgendwie bin ich da immer sehr vorsichtig. Und deswegen habe ich auch das ewig vor mir hergeschoben, bis ich es dann vorletztes Jahr ja endlich gelesen habe. Und ich war mega, mega begeistert und bin sehr froh, dass ich mich dann sozusagen dazu durchgerungen habe. Mittlerweile habe ich auch den zweiten Teil hier stehen, habe ihn leider noch nicht gelesen. Was aber auch daran liegt, dass es so irgendwie so über Weihnachten und so, da ist immer so eine schlechte Zeit für Thriller, also während so Kerzen brennen und Schokolade und alles geht auf Weihnachten zu und Liebe und so, da will ich dann nichts von Mord lesen, und deswegen sind Thriller da bei mir immer nicht so gut. Aber jetzt ist die Zeit ja vorbei und es ist draußen wieder länger hell. Da kann ich jetzt vielleicht mal den zweiten Teil endlich bald lesen. Ich kann es euch auf jeden Fall nur empfehlen, wenn ihr gerne Thriller lest. Es ist mega, mega spannend. Von der ersten bis zur letzten Seite. Es geht um ein FBI-Team. Allen voran Smokey Barrett, die halt selbst schon Opfer eines Verbrechens wurde und nur knapp entkommen ist. Und jetzt kehrt sie in den Dienst zurück und gleich der erste Fall wird wieder sehr, sehr blutig, gefährlich und auch, was das Team angeht, persönlich. Ja, ich fand es mega, mega spannend, habe es in 2 Tagen durchgesuchtet und ich denke, mir wird es mit dem zweiten Teil auch genauso gehen. Das nächste Buch habe ich nur wegen der lieben Jessie gekauft, weil sie das in ihren Videos immer so gelobt hat, beziehungsweise halt die ganze Reihe gelobt hat. Und zwar ist es Zurück nach Holly Hill von Alexandra Pilz. Wo ich mir das jetzt gerade so angucke, muss ich echt sagen, ich muss das demnächst mal lesen. Das ist nämlich auch noch ungelesen. Aber jetzt gerade denke ich mir wieder so, oh Gott, das könntest du jetzt spontan... einfach so anfangen, wenn ich nicht schon so viel angefangen hätte. Mal gucken, was der April so bringt. Ich mache mir für den April keine große Leseliste, sondern entscheide überwiegend spontan. Vielleicht findet es dann den Weg, ja, in meine Hände abends beim Lesen. Mal schauen. Hier geht es irgendwie um Zeitreisen. Es geht um ein seltsames Dorf. Es geht um Emily, die irgendwie nach dem Tod ihrer Mutter... halt dieses Dorf besucht, weil ihre Mutter da, glaube ich, geboren ist. Genau. Und jetzt nach dem Tod ihrer Mutter erfährt sie halt zum ersten Mal von diesem Dorf, das aber merkwürdigerweise auf keiner Karte verzeichnet ist. Aber sie macht sich dennoch auf die Suche danach. Doch irgendwie scheinen in diesem Dorf alle ein bisschen seltsam zu sein. Und dann taucht nachts auch noch ein Mörder auf. Also es klingt auf jeden Fall cool. Und wie gesagt, Jessie hat das immer so oft gelobt, dass ich mir irgendwann dachte, okay... wenn die das sagt, jetzt musst du es einfach irgendwann mal kaufen. Aber ja, gelesen habe ich es bisher leider noch nicht. Allerdings ist es jetzt auch nicht so lange auf meinem Sub, glaube ich. Schon ein paar Monate. Aber es gibt definitiv Bücher hier auf der Liste, die schon länger ungelesen sind. Beim nächsten Buch weiß ich gar nicht mehr so genau, welcher Booktuber das war, der ausschlaggebend dafür war, dass ich es gekauft habe. Ich glaube, das habe ich auch bei mehreren gesehen. Woran ich mich noch erinnern kann, ist, dass Nina von Ninas Lesezeit ganz oft gesagt hat, dass es wohl sehr gut wäre, oder mir das halt auch, nachdem ich es gekauft hatte, gesagt hat. Und zwar ist es Falling Kingdoms von Flammen des Erwachen von Morgan Rhodes. Ich glaube, das hätte ich sonst auch nie gekauft. Ich glaube, das wäre so ein Buch gewesen, an das ich in der Buchhandlung sonst einfach immer so vorbeigelaufen wäre. So vom Aussehen her, vom Cover her, auch wenn das echt traurig ist, aber so ist es. Ja, das ist auf jeden Fall eine Geschichte über verschiedene Königreiche.
die alle drei gegeneinander kämpfen und aber auch alle ums Überleben kämpfen. Und es geht um eine Prinzessin, die sich auf eine gefährliche Reise macht, um die alte Magie wieder zu erwecken. Gleichzeitig ziehen die zwei Heere der anderen Häuser gegen Iris in den Krieg. Und letztendlich sind es ja eben diese Prinzessin, Jonas, der aufbrausende junge Berater des Königs, und Magnus, der kühle Thronfolger eines anderen Königreichs. Diese drei haben Schicksale, die irgendwie untrennbar miteinander verbunden sind und mit diesen ganzen Kriegen und so zu tun haben. Keine Ahnung, was genau das letztendlich wird. Es klingt auf jeden Fall sehr fantasymäßig, sehr spannend. Aber ja, ist leider auch noch ungelesen. Das nächste Buch hat mir gleich ein ganz neues Genre eröffnet, an das ich mich vorher damals noch nicht so wirklich dran getraut habe. Und zwar ist es Weil ich Laken liebe von Colleen Hoover. Das ist ja eine Liebesgeschichte. Ich glaube, zum Inhalt brauche ich jetzt nichts mehr sagen. Als das rauskam, habe ich eigentlich noch gar keine Liebesgeschichten gelesen. So Young Adult, New Adult, auch Erotikromane und so. Das war alles noch gar nicht für mich. Da hatte ich einfach kein Interesse dran. Ich habe halt immer schon am liebsten Fantasy gelesen und habe mich dann erst durch Booktube im Prinzip an die ganzen anderen Genres so rangetastet. Also ich weiß, dass ich kurz bevor ich auf Booktube gestoßen bin, meinen ersten Thriller gelesen habe überhaupt. Und meine erste Dystopie, die Tribute von Panem. Aber danach erst fing das eigentlich erst so an, dass ich mich wirklich in verschiedene Genres vorgetastet habe und auch halt vielfältiger gelesen habe. Weil vorher war es echt überwiegend Fantasy. Und das war echt meine erste Liebesgeschichte, beziehungsweise meine erste pure Liebesgeschichte, wo nicht irgendwie Fantasy noch drumherum ist. Und ich habe, eigentlich wollte ich das Buch nicht lesen, weil es eben eine Liebesgeschichte war. Und ich dachte mir, das ist so kitschig, ne? Naja, dann habe ich das aber in so vielen Videos gesehen und alle waren so begeistert, dass ich irgendwann dachte, okay, irgendwie klingt es doch ganz cool, probierst du es mal. Und ja, was soll ich sagen, natürlich war ich total hingerissen und seitdem lese ich dann auch immer mal wieder gerne Bücher aus diesem Genre. Also es hat mir dann, dank Booktube, wurde mir ein ganz neues Genre zu Füßen gelegt und hat sich mir eröffnet, wo ich jetzt immer wieder gerne drin lese. Und von daher bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass ich durch Booktube auf dieses Buch gestoßen bin und mich dann auch dazu durchgerungen habe, es zu kaufen und zu lesen. Ach, das nächste Buch habe ich vor allem wegen Jessie gekauft. Mir fällt gerade auf, ich habe tatsächlich drei Bücher auf dieser Liste, wo Jessie schuld ist, dass ich sie gekauft habe. Irgendwas stimmt da nicht. Du machst mir viel zu viel Bücher schmackhaft. Ich glaube, das sind noch mehr in meinen Regalen, die ich nur wegen dir gekauft habe. Die sind jetzt aber nicht dabei. Auf jeden Fall war es mit diesem auch so, dass ich es immer in Jessies Videos gesehen habe. Immer und immer wieder. Und sie war so begeistert und sie hat das noch nicht mal gelesen gehabt und hat sich schon so drüber gefreut, dass das für mich ansteckend war. Und zwar ist es PS, ich mag dich von Kacey West. Das ist auch, ja, ich glaube, das sagt der Titel schon, so eine Love Story. Hier geht es um Lilly, die im Chemieunterricht in der Schule einfach irgendwie eine Liedzeile auf ihren Tisch kritzelt. Und als sie das nächste Mal an diesen Tisch zurückkommt, hat jemand Unbekanntes darauf geantwortet, wodurch sich eine ganz besondere Brieffreundschaft entwickelt. Aber eines Tages findet sie heraus, wer dieser Briefeschreiber ist, und das stellt alles auf den Kopf. Und das war auch so ein Buch, was anfangs für mich so null interessant war, was ich so ein paar Mal gesehen habe, aber immer so dachte, na, irgendwie fehlt mir da was am Klappentext. Das so ganz überzeugt mich diese Idee noch nicht. Dann kam Jessie und hat das immer wieder die Kamera gehalten und gesagt, ah, das ist so gut, das klingt so gut. Und dann dachte ich irgendwann so, ja, es klingt gut, und habe mich voll davon anstecken lassen und habe es mir, glaube ich, zu Weihnachten gewünscht. Ich glaube, ich habe das geschenkt bekommen. Ja, aber es ist noch ungelesen, was aber eigentlich nur daran liegt, dass ich jetzt so auf den Frühling gewartet habe. Ich finde einfach, solche guten Geschichten passen immer wahnsinnig gut in den Frühling. Und da der Frühling sehr, sehr lange hat auf sich warten lassen, ja, ist es leider noch ungelesen. Auch auf die nächste Autorin wäre ich ohne Booktube wahrscheinlich nie gestoßen. Und zwar geht es um Mona Kasten und in diesem Fall Begin Again. Ja, ich habe ihre Bücher nur durch Booktube irgendwie kennengelernt. Ich habe da vorher noch nie was von gehört oder gesehen gehabt. Von Mona allgemein nicht. Also ich habe auch erst ihre Videos geguckt, nachdem ich, glaube ich, Begin Again entdeckt hatte. Oder war es Begin Again oder war es eins von den anderen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich habe auf jeden Fall erst die Bücher entdeckt durch Booktube und habe dann ihren Booktube-Kanal entdeckt. Das weiß ich noch. Ganz interessant. Naja, aber auch hier bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich sie durch Booktube entdeckt habe. Denn mir hat die ganze Again-Reihe wahnsinnig gut gefallen. Mir hat auch Cold War City sehr, sehr gut gefallen. Und jetzt lese ich gerade Save Me und das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen.
Und dann wären wir beim letzten Buch angekommen, zumindest für dieses Video. Ich denke, ich werde irgendwann dann nochmal einen zweiten Teil drehen, weil wie gesagt, das sind viele Bücher in meinem Regal, die ich nur durch BookTube gekauft habe. Und ich hatte, wie gesagt, beim letzten Dreh ja auch ein paar andere Bücher noch dabei, wo ich mich aber gerade einfach nicht mehr dran erinnern kann. Aber ja, das nächste Buch war auch ein klassischer Fall von ansteckender Begeisterung. Es ist nämlich Flirt mit Nerd von Lia Ray Miller. Und auch das habe ich mir nur gekauft, weil Jessie so begeistert war und sie mich durch ihre Videos, durch den Laptop hindurch mit dieser Begeisterung so angesteckt hat, dass ich ja einfach nicht widerstehen konnte. Und auch dafür bin ich sehr, sehr dankbar, weil ich habe dieses Buch durchgesuchtet. Es hat mir so gut gefallen. Das ist eine meiner absoluten Lieblingsgeschichten in diesem Genre. Ich fand es einfach nur fantastisch. Es war sehr mitreißend, emotional gesehen. Es war auch einfach sehr, sehr lustig und eine tolle Geschichte mit super Botschaften und... Ach ja, ich könnte da stundenlang von schwärmen, also es war sehr, sehr gut, dass ich damit angesteckt wurde. Hier geht es um Maddie, die ja beliebt ist und alles ist perfekt, aber sie hat ein Geheimnis, sie liest gerne Comics und das darf niemand wissen. Dann würden sie alle für Nerd halten und damit kann sie nicht umgehen und das will sie nicht. Doch dann geht bei einer ihrer Comic-Lieferungen was schief und der Comic kann halt nicht geliefert werden, woraufhin sie in einen Comicladen geht, weil sie ja unbedingt wissen will, ja... wie dieser Comic ist, wie die Geschichte weitergeht. Also verkleidet sie sich und geht inkognito in einen Comicladen und dort trifft sie den süßesten Nerd überhaupt und es beginnt ein Sommer, ja, voller Gefühle, voller Versteckspiel, aber auch, weil sie sich ja noch nicht so zeigen möchte als Comicliebhaber. Wie das dann weitergeht, müsst ihr natürlich selbst lesen. Ich fand's, wie gesagt, ultra genial und ach, bin einfach froh, dass ich es gelesen habe. Damit wären wir am Ende gekommen. Das waren Bücher, die ich wahrscheinlich ohne BookTube niemals gekauft hätte, beziehungsweise auf die ich erst durch BookTube aufmerksam geworden bin. Schreibt mir gerne mal, wie das bei euch ist. Lasst ihr euch oftmals von BookTubern anstecken, von den Videos anstecken, von der Begeisterung anderer anstecken und kauft dann ein Buch, auf das ihr vorher gar nicht so ein Auge geworfen hattet, von dem ihr vielleicht vorher auch noch nie was gehört hattet. Und was auch interessant ist, wie oft waren das gute Empfehlungen? Also die Bücher, die ich jetzt hier hatte, die ich alle gelesen habe, fand ich genial. Also so gesehen, bisher habe ich eigentlich auch nur positive Erfahrungen gemacht, wenn ich ein Buch gekauft habe, was mir durch BookTube so immer wieder empfohlen wurde oder wo halt immer wieder die Begeisterung anderer zu sehen war, dann war ich meistens auch begeistert. Also ja, da habe ich schon ein ganz gutes Gespür für, sage ich mal, wann die Begeisterung auch auf mich zutreffen könnte. Gut, ich habe halt auch ein paar Bücher noch ungelesen hier, aber ich zweifle da eigentlich gar nicht dran, dass sie mir gut gefallen werden. Aber ja, sagt es mir gern, wie es bei euch ist. War da schon mal ein richtiger Flop dabei, wo irgendwie alle begeistert waren? Ihr habt euch von dieser Begeisterung anstecken lassen, habt ihr das Buch gelesen und wart total enttäuscht? Berichtet mir gern davon. Ich freue mich auf eure Kommentare. Und ansonsten war es das an dieser Stelle. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche, ganz viel Spaß beim Lesen und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.